Ui geht schnell einkaufen da im CJ. Ich hole mir da drüben schnell mal auch so da. Sawadee Kap. Manau Soda, mi mai Kap. Okay. Manau Soda, one noi nön Kap. Bomtam Life Sot, da mai Kap. Okay, Kap, Kokon Kap. So. Braucht zuerst schnell einen. Kennt ihr man? Ja, man auch so, da kennt ihr sicher, oder? Das ist eigentlich nichts anderes als Sprudelwasser mit Limette drin, mit frischer Limette reingepresst. Nennen sie hier man auch so da. Und einen kleinen Sprutz Zucker. Ich bestelle immer nicht so süß, also nicht süß, nicht süß heißt, es hat zwar etwas Zucker, aber nur ganz, ganz wenig. Es ist auch sehr unangenehm, wenn der Schweiß unter der Maske durchläuft. Gibt es bei euch im Supermarkt Low-Carb-Produkte? Gute Frage. Sehr gute Frage. Teilweise ja. Also es gibt auch Einkaufszentren, wo du das alles kriegst. Und Kap? So Leute, ich setze mich schnell wieder ins Auto. Oder auf die Treppe da vorne. Es war ein bisschen assi, wenn ich da vor dem Supermarkt auf die Treppe sitze. Ja, scheißegal. Heute bin ich ein bisschen assi. Komm, setzen wir uns da hin. In den Schatten. So. Vor dem Supermarkt. Ich schaue mich schon alle ganz komisch an da. Ist eher ein bisschen abnormal in Thailand, wenn ein Ausländer vor dem Supermarkt am Boden sitzt. Muss ja nichts Böses heißen, aber irgendwie so die typischen Vorurteile. Erfrischend. Schauen Sie mich von drinnen an. Oh ja, genau. Tatsächlich. Die lachen hinter der Scheibe. Winken sie immer noch, oder was? Ah, sind schon wieder weg. Ihr seht mehr als ich. Ja? Die denken, du bist ein Promi. Nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass ein Promi auf dem Boden sitzt. Vor dem Laden. Ich glaube, das Einzige, was die denken, ist das Farang Ba. Wer versteht's? Eins in den Chat. Ja, also Farang, also ich sage es jetzt nicht zu laut, ich habe es ja bereits gehört. Das heißt, ein verrückter Ausländer, also ein verrückter Ausländer, kann man sagen, ja. Ein Spinner. Aber jetzt nicht irgendwie krass abwertend gesagt, sondern etwas charmant gesagt. Also das hört man oft, die Thais bezeichnen uns gerne, wenn einer verrückt ist, als Farang. Und dann, genau. Meine Frau sagt das auch oft zu mir. Oder wenn sie in den News irgendwo einer sieht, irgendeinen Farang, also einen Ausländer, der
wieder irgendwo randaliert hat oder was Böses, Schlechtes gemacht hat, dann sagt sie das auch. Verlangbar. Also man sieht auch heute wieder, der Himmel ist sehr, sehr klar. Es geht ein ganz leichter Wind, das sieht man da oben. Also die Luft ist wirklich gut. Wir befinden uns aber auch Beginn Regenzeit. Man kann auch sehr weit sehen, also auch dort, wo ich lebe, man sieht die Berge Richtung Myanmar, also nicht die Berge in Myanmar, aber Richtung Myanmar. Und das ist ein gutes Zeichen. Aber es gibt auch Streams und die kommen auch bestimmt wieder, wo ich mich beschwere, weil einfach der Smog die ganze Sicht, also weil es einfach stinkt, es stinkt dann einfach überall. Aber das ist meistens Beginn High Season so. Und während der High Season, wenn die Bauern ihre Felder abfackeln, dann steigt in ganz Thailand, oder nicht nur Thailand, in Südostasien allgemein, Indonesien, Myanmar, Laos, Kambodscha, Thailand, überall der Rauch in die Atmosphäre oder einfach mal hoch und der Wind verteilt und die Leute leiden unter den Folgen. China natürlich auch, der ganze Dreck wird auch hier rüber geblasen. Smog fand ich in Vietnam schlimmer als in Thailand. Ja, liegt vielleicht daran, dass halt Vietnam näher an China ist als Thailand. Ja, sie haben glaube ich begonnen mit den Leitungen in den Boden zu verlegen. Aber Thailand hat halt ein Problem wegen Wasser. Also es ist ja ein subtropisches Land und die haben sehr, sehr, wenn es mal regnet oder allgemein auch. Wenn du mal mit dem Flugzeug, das wäre auch mal noch interessant, musst du unbedingt mal schauen, wenn du mal nach Thailand fliegst, hoffe hast einen Landeanflug nach Bangkok oder Phuket bei Tag. Gut, Phuket ist nicht viel, da kommst vom Meer. Aber Bangkok fliegst über die Stadt und man kann sehen vom Flugzeug aus, dass Thailand eigentlich ein riesen Sumpfgebiet ist, der falsche Ausdruck, aber es ist ein Land, das soll einfach Land, Wasser, Land, Wasser, Land, Wasser, eigentlich wie die Sümpfe. Und das ist halt wahrscheinlich eines der größten Probleme. Nennt man das Marschland? Ich habe keine Ahnung, wie man das im Fachjargon nennt. Und ich glaube, das ist halt eines der größten Probleme. Man sagt ja auch, dass Bangkok irgendwann absäuft. Da gibt es gewisse Schätzungen, dass Bangkok irgendwann mal nicht komplett abgesoffen sein wird, aber zu einem Großteil. Und das sieht man dann auch bei mir, vielleicht werdet ihr es in 2 Monaten sehen, wenn es bei mir mal so richtig, richtig heftig regnet, dass ein Großteil vom Land unter Wasser steht. Und ganz extrem ist es dort, wo meine Frau lebt, in Phichit. Das ist zwischen Bangkok und Nordthailand. So ein flacher Bereich, wo auch früher viele Krokodile gelebt haben. Die haben dort immer mal wieder ganz heftige Regenfälle, Monsun und Flut. Und dann ist alles, also die ganzen Reisfelder, das Land ist teilweise bis zu 2 Meter geflutet. Darum stehen in dieser Region die meisten Häuser auf Stelzen, auf Pfählen, Holz, Beton, was auch immer. Und wenn dann halt dort mal ein Ausländer hingeht und seine Villa bodeneben baut und so ein heftiger Monsun kommt, dann kann er zuschauen, wie sein Mobiliar davon schwimmt. Und das ist schon interessant, wenn man das mal sieht. Also zum Beispiel in Phichit ist es so, ich habe das mit meiner Frau mal erlebt, wo ich die ersten Jahre in Thailand war, ich dort bei ihr auf dem Land, habe dort ein paar Wochen gelebt mit ihr und dann
kam eben genau so ein Monsun und wir mussten, also der Wetterbericht, vor allem die Behörden, die, also das spricht sich auch rum, wenn man erwartet, dass heftige Regenfälle kommen, und dann fahren die Leute ihre Autos und Motorräder auf den Berg hoch zum Tempel, und das wird dann auch immer sehr eng, weil dort oben die ganzen Fahrzeuge sind. Ich meine, da kommen Tausende von Menschen, die ihre Fahrzeuge auf höheres Terrain fahren, weil, wie gesagt, wenn es so heftig regnet, dass das ganze Land dort einfach einen Meter unter Wasser ist oder sogar zwei, dann sind die ganzen Fahrzeuge am A, und das will natürlich niemand. Aber man merkt schon, es wird langsam besser. Ich hatte das auch mal in Hua Hin, in so einem Village, in einer Gated Community, habe ich mit John ein Haus gemietet. War ziemlich auch das erste Jahr in Hua Hin mit ihm. Dann kam die Regenzeit, die Gated Community, keinen Ablauf, nichts. Draußen auf der Straße noch keine Kanalisation, also kein Ablaufsystem existiert. Hat es geregnet und die ganze Community war geflutet. Und heute sieht man das auch oft, und das sage ich auch immer mal wieder in den YouTube-Videos, wenn du in Thailand ein Haus kaufst in einer Gated Community, und ich kann euch da gleich ein Beispiel zeigen, meistens ist das Ganze ja so eingemauert wie da, und dann schau immer mal an die Mauer ist jetzt nicht verputzt und nicht gestrichen, da wird es schwierig, aber wenn du eine Mauer hast, die verputzt und gestrichen ist, kannst du sehen, wo die schwarzen Striche sind an der Mauer. Das zeigt dann in der Regel auch, wenn dann mal die Flut kommt, also wenn es heftig regnet, kann man an der Mauer sehen, aha, das ist der höchste Wasserstand, den sie hier haben, weil der ganze Dreck vom Wasser, das steht ja meistens dann 1-2 Tage, bis das wieder alles abläuft Richtung Meer. Und wenn das dann, wenn das steht, dann gibt es halt, die Wände verfärben sich, und da kannst du schön sehen an den Wänden, wie hoch das bei heftigen Regenfällen das Wasser in dieser Gated Community stehen kann. Also immer wichtig, wenn du dich umschaust nach einem Haus oder sonst was, schau immer ein bisschen die Wände, und das ist ein gutes Indiz auf die Regenzeit. Also ich glaube, zurzeit arbeiten sie überall, Pattaya, Hua Hin, Bangkok, sowieso an der Entwässerung.